Hallo und herzlich willkommen im Wald, beziehungsweise auf dem Weg zum Wald genau genommen. Aber ich habe gedacht, ich fange schon mal an mit Filmen, denn es wird nicht heller, es ist Herbst, es wird früher dunkel und ich habe mich noch nicht ganz darauf eingestellt, was dazu führt, dass ich zum Filmen immer viel zu spät losgehe, beziehungsweise loskomme. Ich würde ja früher gehen, aber man hat ja auch noch anderes zu tun. Ich bin euch noch schuldig, euch noch was zu Maroni zu erzählen, also diesmal nicht zum Baum, sondern zur Frucht bzw. zur Nuss. Und das wollten wir jetzt mal nachholen und deswegen muss ich halt erstmal dahin, wo die Maroni wachsen, ne? Und das ist in der Regel, das muss ich vielleicht noch dazu sagen, ganz oft der Waldrand. Das habe ich nämlich im eigentlichen Maroni, also im Baumvideo zur Edelkastanie ja noch nicht erwähnt gehabt. Ganz oft stehen die Dinger eben genau deswegen am Waldrand, weil da fallen die Dinger dann nicht in den Wald, sondern vor den Wald und sind dann einfach besser aufzusammeln. Und das haben die Leute, die damals die Maroni-Bäume gepflanzt haben, also die Edelkastanien, auch gewusst. Und deshalb, wenn ihr welche sucht, die ertragreich sind, dann guckt doch mal besser am Waldrand oder auf Lichtungen, Anlichtungen, so Sachen. Da findet ihr eher welche. Ist außerdem ein Lichtbaum, braucht viel Licht und das bekommt er halt eben auch, wenn er sich am Waldrand befindet, in optimaler Weise. Sorry für den Wind, wir sind nicht im Wald, ergo hier gibt's Wetter. So, ich hocke jetzt hier mal auf meinem Lieblingsbaum, also meinem Lieblingsbaum zum Draufhocken. Das glaubt ihr mir jetzt nicht, deshalb machen wir einmal diesen hier, seht ihr? Ich hocke schon also so irgendwie so auf dem Baum, ergo es geht hier überall runter, ja? Haben das jetzt alle gesehen? ja, Kastanien bzw. Maroni oder Maronen oder Keschte, je nachdem wo man herkommt. Bei mir sind es Keschte eigentlich. Ich sage nur Maroni, weil das glaube ich jedem ein Begriff sein sollte. So, ich nerv euch mal mit ein paar technischen Daten zu den Dingern, damit ihr das auch mal wisst. Und zwar, die haben in etwa einen Trockengehalt von so ungefähr 50%, sprich die Hälfte der Maroni, wenn man 100 Gramm frische Maroni sammelt, ist Wasser. Von diesen 50 Gramm Trockensubstanz, die dann noch übrig sind, da drin sind enthalten circa die Hälfte, so 23 bis 27 Gramm Stärke, also der gute ganz lange Zucker, wenn man so möchte, der auch eben in Weizen und Kartoffel und in allem, was wir essen, in gewissen Mengen drin ist, weil wir das so als zentrales Nahrungsmolekül eigentlich brauchen. Ist also gut, dass da so viel Stärke entsprechend drin ist. Bemerkenswert ist der Zuckergehalt von bis zu 5,5 Gramm nochmal zusätzlich zur Stärke. Auf diese 50 Gramm Trockensubstanz ist das eine ganze Menge für ein Naturprodukt und das schmeckt man ja auch eben entsprechend raus. Diese Süßlichkeit der Maroni ist ja definitiv auffällig. Ganz normal, für andere Nüsse auch üblich, ist der Eiweißgehalt von 2,5 bis 5,7 Gramm, also auch durchaus gut. Okay, das ist jetzt haut erkennen vom Hocker, aber ist auch wirklich völlig in Ordnung. Und Fett ist relativ wenig drin, aber da muss man gleich noch dazu sagen, das was an Fett drin ist, es sind nämlich nur 1 bis 2 Gramm circa, das sind wenigstens dann so ganz extrem gesunde Fettsäuren. Also so das Beste vom Besten, was man sonst nur aus irgendwelchem Spezialfisch bekommt, der nur in dem einen Tümpel dahinter Madagaskar schwimmt oder so ähnliches Zeug. Also wirklich ganz tolle Fettsäuren. Das sind so die wesentlichen Inhaltsstoffe. An Vitaminen und Mineralstoffen ist auch noch einiges drin, aber das meiste davon ist nicht unbedingt hitzebeständig. Und wenn ihr die Dinger nicht unbedingt rohfuttern wollt, habt davon den meisten Vitaminen jetzt nicht so viel, deshalb brauche ich die jetzt gar nicht großartig erwähnen. Vitamin C ist im Übrigen nicht drin. Ja, also aus den Nährstoffen könnt ihr dann hoffentlich ablesen, dass sich eben Maroni sehr wohl als Grundnahrungsmittel völlig eignen. Das ist ein vollwertiger Kartoffel-Weizen-Ersatz. Ob man jetzt natürlich über ewig lange Zeiträume nur Maroni essen möchte, das möchte ich jetzt mal dahingestellt sein lassen. Also mich würde diese Süße, so lecker ich die auch finde, irgendwann ein bisschen nerven. Aber eben für irgendwelche Survival-Szenarien oder Ähnlichem, wo man sich komplett aus der Natur ernähren möchte, wäre so rein von der pflanzlichen
Nahrung gesehen zumindest, es durchaus sinnvoll, sich in einen Teil Deutschlands zu begeben, wo diese Maroni eben wachsen, weil man die im Herbst wirklich in so riesigen Mengen finden kann, wenn man sich ein halbwegs bisschen auskennt. Beziehungsweise man geht einfach Richtung südliche Wallenstraße in den Pfälzer Wald, da gibt es das Zeug wirklich überall. Da braucht man sich nur noch bücken und aufheben, da muss man gar nicht erst suchen. War mir jetzt auch so gar nicht bewusst, aber wir waren ja da vor 2 Wochen auf Tour und dementsprechend so, aber dann kommen wir jetzt endgültig zum Punkt der Konservierung der Maroni. Ich wollte euch das ursprünglich vormachen, aber was ich dann im Endeffekt gemacht hätte, wäre Maroni in einen Topf tun und Wasser drüber kippen und fertig. Da habe ich mir gedacht, okay, also das ist so simpel, das brauchst du jetzt auch nicht unbedingt vormachen. Ich erkläre es euch stattdessen einfach und laber mal wieder, das seid ihr ja ohnehin gewöhnt. Es ist so, durch den hohen Zuckergehalt verderben die Dinger eben sehr schnell, weil jeder, der Zucker mag, und das ist jeder Organismus, der keine Pflanze ist, steht eben auf Maroni. Ganz klar, da ist Zucker drin, lecker, super. Es gibt einen Haufen spezialisierte Pilze und Insekten, die die Teile absolut klasse finden. Entsprechend haben sie, wenn man gar nichts macht und sie einfach in dem Sack, in dem man sie gesammelt hat, zum Beispiel in der Küche in die Ecke stellt, dann haben die so eine Haltbarkeit von ungefähr 8 Wochen, wenn es gut läuft, 6 Wochen, wenn es nicht so gut läuft, und variiert je nach Sorte und Ort, wo man die Dinger gesammelt hat, je nach Raumtemperatur, je nach Feuchtigkeit in eben besagter Küche. Das ist alles sehr variabel, aber so ganz grobe Hausnummer zwischen 4 und 8 Wochen. Aber viel länger eigentlich nicht mehr. Vielleicht habt ihr Glück und es werden mal 10. Also einzelne Maroni sind dann sicher auch nach 10 Wochen noch in Ordnung, aber die allermeisten werden dann schon verschimmelt sein. Verschimmelt im wahrsten Sinne des Wortes, die kriegen dann so eine weiße Haut. Das ist tatsächlich ein Pilz oben auf der braunen Haut. Oder es gibt Löcher in den Maroni, aus denen dann die Larven der entsprechenden Insekten, die drin wohnen, rausgeschlüpft sind. Die Löcher sind nicht, dass sich was reingebohrt hat, sondern dass schon was rausgekommen ist. Ergo, innen drin ist eigentlich nichts mehr zu holen. Eben, ihr könnt feststellen, ob Maroni jetzt schon nicht mehr gut sind, ohne sie vorher aufschneiden zu müssen, indem ihr die einfach in ein relativ großes Wasserbehältnis reinschmeißt, und zwar ruhig mit Schmackes, also mit ordentlich reinkippen, damit eine gewisse Bewegung entsteht, und dann auch noch ein bisschen drin rumrühren, falls da noch irgendwelche unten drunter liegen, unter den noch guten. Und alle Maroni, die dann aufsteigen, werden in der Regel, sofern es nicht so richtig, richtig frische sind, da gibt es teilweise auch welche mit Lufteinschlüssen, das ist ja völlig egal für den Verzehr, aber wenn sie schon ein bisschen liegen und was dann aufsteigt, das ist in der Regel dann schon irgendwie faul. Da hockt der Wurm drin, da hockt der Pilz drin, irgend sowas in der Richtung. Die könnt ihr einfach abschopfen. Das solltet ihr auch regelmäßig tun, damit eben die noch guten Maroni nicht von den schon faulen Maroni infiziert werden. Das überträgt sich auch von Maroni zu Maroni. All die schönen Dinge, die da drin sein können. Und ja, dann ist der Rest eurer Maroni auf jeden Fall noch gut. Was macht man jetzt mit diesem Rest? Da gibt es jetzt 2 Möglichkeiten. Die ganz, ganz traditionelle Methode ist das Anhäufen. Sprich, man kippt einfach sämtliche Maroni, die man hat, und das muss dann schon eine richtig große Menge sein, zu einem riesengroßen Haufen. Und dann passiert Folgendes. Die Maroni sind ja junge pflanzliche Embryonen, wenn man so möchte. Die haben also einen Stoffwechsel. Alles, was einen Stoffwechsel hat, erzeugt Energie bzw. Wärme. Und dementsprechend wird so ein großer Haufen Maroni irgendwann ganz gut warm. So warm, dass da eine gewisse Gärung des Zuckers in den Maroni stattfinden kann. Und durch diesen Gärungsprozess wird der Rest, was nicht vergärt an Zucker, konserviert. Sprich, die Dinger sind dann einfach nicht mehr so lecker für die Organismen, die sie normalerweise fressen würden, weil die es ja auch primär auf den Zucker abgesehen haben, und der ist dann weg. Natürlich heißt das auch für uns als Homo sapiens, dass wir die dann nicht mehr so lecker finden werden, weil die dann nicht mehr so süß sind. Also wer Maroni besonders wegen diesem süßen Geschmack so toll findet, der hat dann ein bisschen Pech gehabt. Außerdem führt jeder Konservierungsprozess, naja nicht jeder, aber zumindest die beiden, die ich euch jetzt erzähle, dieser eine und der nächste dann auch, dass sich der pH-Wert der Maroni so ein bisschen mehr in die saure Richtung bewegt. Das ist deswegen schade, weil, das habe ich vergessen zu erwähnen, die haben einen recht basischen pH-Wert, und das ist gerade eben für unsere Zivilisationsnahrung als Ergänzung eine Seltenheit. Weil fast alles, was wir essen, so als, die super tollen Asianudeln aus der Packung oder ähnliches, all so ein Essen,
hat grundsätzlich einen sauren pH-Wert und führt dazu, dass in unserem Magen, der ja ohnehin schon sauer ist, das solltet ihr wissen, noch mehr Säure angehäuft wird und noch mehr Säure. Es gibt Sodbrennen, ich persönlich habe das relativ häufig. Fühlt sich einfach nicht so gut an und so ein paar Maroni zwischendurch sind halt richtig gut bekömmlich und können sogar den pH-Wert des Magens ein bisschen anheben. Also höherer pH-Wert ist gleich weniger sauer für die chemischen Vollnoobs. Und das ist einfach leichter bekömmlich. Es fühlt sich im Magen, meiner Meinung nach, das ist jetzt ein bisschen Esoterik, gebe ich zu, es fühlt sich einfach gut an, wenn man mal eine größere Menge Maroni gegessen hat. Ich finde, die liegen nicht so schwer im Magen auch und irgendwie ist das gut. Ohne, dass ich jetzt irgendwie klassifizieren könnte, wie jetzt exakt. Aber es ist nachweisbar, dass basische Nahrung gut ist für den kompletten Verdauungstrakt und einfach gesund, schlicht und ergreifend. Da kann man jetzt noch ewig lang drüber rumschwafeln. Lasse ich an dieser Stelle sein. Ja, die zweite Konservierungsmethode hat leider auch die Milchsäuregärung so als zentralen Prozess, der dazu führt, dass die Dinger dann länger haltbar sind, aber nicht in so ganz krassen Maße wie die Anhäufungsvariante, weil da werden die ja wirklich schon fast zu Alkohol vergoren, wenn man das lang genug liegen lässt. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Und das dauert auch sehr lange. Das muss man auch dazu sagen. Ich kann euch gar nicht sagen, wie lange die genau auf dem Haufen liegen müssen, aber mindestens, habe ich gehört, ganz mit Vorsicht zu genießen, 2 bis 3 Wochen. Schwierig. Die Methode wird kaum noch angewendet. Das sind also alles nur historische Zahlen. Und an historische Zahlen ist schwer ranzukommen, daher mit Vorsicht zu genießen. So, jetzt die bessere Methode und auch die, die ich euch empfehlen würde und die ich auch selber verwende, wenn ich es nicht verpenne, was jetzt dieses Jahr ja passiert ist. Meine Ernte ist im Großen und Ganzen im Eimer. Ist ja nicht schlimm, es liegen ja noch überall welche rum. Ich hole halt einfach noch welche. Das ist die sogenannte Kaltwasserbad-Konservierung, wenn man es so nennen möchte. Ich glaube, das ist kein offizieller Name. Ja, diese großartige Kaltwassermethode funktioniert folgendermaßen. Ihr nehmt eine definierte Menge Maroni und gebt diese in einen Topf. Und wenn ihr dann wisst, ihr habt jetzt zum Beispiel, ganz einfaches Rechenbeispiel, 2 Kilo Maroni in eurem Topf, dann müsst ihr da 3 Liter Wasser dazugeben. Denn die Geheimnisformel lautet 2:3. Also 2 Teile Maroni, 3 Teile Wasser. Kann man entsprechend hochrechnen. Wenn man halt 4 Kilo Maroni hat, muss man halt 6 Liter Wasser dazu nehmen. Und das, also Mathe müsst ihr ja selber einigermaßen beherrschen, hoffe ich. Und das Ganze, wichtig, lässt man, und kein Mensch weiß, wie lange genau, circa eine Woche stehen. Also der Mittelwert zwischen den empfohlenen Dauern, wie lange man das stehen lassen soll, liegt bei genau 6,5 Tage. Jetzt gibt es Sorten, bei denen ist das schon zu lang. Es gibt Sorten, bei denen ist das noch zu kurz. Und das genaue Optimum, das weiß nur jemand, der tatsächlich Maroni-Bauer ist und in Oberitalien wohnt oder in Frankreich auf der Maroni-Plantage oder sonst was. Und diejenigen, die es wissen, die verraten es ungern, weil die Konkurrenz es dann auch so machen würde. Daher ist das so ein ganz grober Ungefährwert. Was passiert, wenn ihr die zu lange im Wasser lasst? Ihr habt überhaupt keinen Zucker mehr drin und das Zeug schmeckt ziemlich nach Milchsäure, säuerlich und ist dann nicht mehr so lecker. Das ist schon ein bisschen. Was passiert, wenn ihr es zu kurz drin lässt, naja, dann sind sie nicht so gut konserviert. Also besser zu kurz drin lassen als zu lang. Also es kommt darauf an, was ihr vorhat. In einem Survival-Szenario würde ich sie extra lange drin lassen, damit sie auch mit Sicherheit konserviert sind. Geschmack ist dann ja nebensächlich. Wenn ihr aber sie immer noch lecker haben wollt, dann würde ich sie nach 5,5 Tagen oder irgendwas schon rausnehmen, damit sie dann auch wirklich noch so eine leichte Süße im Geschmack haben, weil irgendwann ist halt der Zucker dann auch eben da wieder durch die Milchsäuregärung vergoren und die sind dann nicht mehr so lecker. Übrigens, die Milchsäuregärung findet dann deswegen statt im Wasser, weil Luftabschluss, die normale Oxidationsatmung, also die normale Verstoffwechselung von Zucker, kann nicht mehr stattfinden. Und was Bakterien dann tun, und das Schöne ist, nur die Bakterien können das, das kann kein Pilz, das kann kein Insekt, das möglicherweise in den Maroni drin ist, die können dann davon eben leben, dass sie den Zucker als Milchsäure umsetzen und brauchen dafür keinen Sauerstoff. Bestimmte Bakterien können das, auch nicht jedes. Und aber eben unter dieser sauerstofflosen Atmosphäre geht alles andere ein. Also jeder Pilz, jedes
andere Bakterium, jedes Insekt, jedes sonstige Lebewesen, was irgendwie unseren Maroni schaden könnte, überlebt dieses Kaltwasserbad über mehrere Tage nicht. Die sind danach also nicht steril, aber nur eben mit diesen Milchsäurebakterien behaftet und die sind für uns selber, für uns als Mensch überhaupt nicht schädlich. Die können wir locker mitessen. Viele unserer Nahrungsmittel basieren ja eben gerade darauf, dass wir diese Bakterien da mitfuttern. Also das sollte niemanden großartig schockieren. Und das ist eigentlich im Wesentlichen auch schon das ganze Geheimnis. So, und jetzt ist es noch so, während des Wässerungsvorgangs gibt es jetzt auch wieder verschiedene Vorgehensweisen, was man dann während des Wässerns noch tun muss. Und zwar, da scheint auch irgendwie so eine gewisse Maroni-Bauer-Religionsfrage zu sein, wie man da exakt vorgeht. Man sollte wahrscheinlich das Wasser regelmäßig anteilig austauschen. Es gibt da die Methode von Wasser gar nicht austauschen, bis den weniger extremen Fall jeden Tag die Hälfte des Wassers austauschen. Also wenn ihr meinetwegen 6 Liter mit 4 Kilo Maroni drin habt, dann müsstet ihr jeden Tag 3 Liter abschöpfen und 3 neue Liter frisches Wasser dazukippen. Ich glaube, das ist wahrscheinlich so am sinnvollsten, aber das rein intuitive Vermutung. Beweisen kann ich da gar nichts. Das müsste man den Maroni-Experten fragen. Und auch da gibt es dann wieder 7000 verschiedene Meinungen unter Maroni-Experten, wie gesagt. Es gibt auch welche, die haben die ganze Zeit unter fließendem Wasser eingeweicht, also langsam fließendes Wasser. Ist jetzt nicht so, dass die im Wasserfall hängen oder so, aber auch das gibt's. Ganz viele verschiedene Methoden. Wie gesagt, ich empfehle euch, tauscht jeden Tag die Hälfte des Wassers aus. Dann habt ihr nicht so einen riesen Wasserverbrauch. Wenn ihr das outdoormäßig machen wollt, wäre es auch schwierig, dann da hunderte Liter von Wasser jeden Tag hin und her zu karchen. Dementsprechend ist das, glaube ich, das Praktikabelste und müsste eigentlich auch ausreichen. Gut, jetzt sind wir fertig mit unserer Wässerei und gehen mal davon aus, dass das 6,5 Tage gedauert hat. Jetzt müssen wir die Dinger noch trocknen. Trocknen ist im Hause relativ einfach. Da sucht man sich einen großen, gut luftigen Raum. Am besten wäre ein Dachboden. Und in diesem Dachboden, da legt man dann eine poröse Oberfläche aus. Kennt ihr diese ganz flachen Nusskisten für Walnüsse zufällig? Die gab es bei mir als Kind immer oben auf diversen Dachböden. Sowas wäre auch für Maroni toll. Die haben ja unten so noch ein paar Rillen. Natürlich sind es einfache Holzbretterkisten. Da kommt unten noch ein bisschen Luft dran an die Dinger. Sowas müsstet ihr nehmen. In einem Survival-Szenario würde das dann natürlich entsprechend heißen, ihr legt euch einfach einen Haufen Holzbalken, Holzbretter, was ihr halt eben habt an Holz, auf dem Boden schön aus. Ruhig ein bisschen hoch, damit man von der Bodenfeuchtigkeit ein bisschen weg ist. Also das darf dann mal ruhig 30 cm erhöht legen. Oder ihr baut sowas wie dieses Waldläuferbett, worauf alle Welt gerne schläft. Ich persönlich ja nicht so. In ganz groß und legt da eure Maroni drauf. Das wäre auch das Beste, was man im Wald machen könnte. Sie schichtet man so 20 bis 30 cm auf. Das darf man ruhig machen. Und lässt sie dann so lange trocknen, bis sie beim Aufschneiden die Innenseite der Schale, also der festen Haut, die leicht feucht noch glänzt. Kompliziert, ich weiß. Sie darf sich nicht mehr feucht anfühlen, sie soll nur noch leicht feucht glänzen. Wie das jetzt exakt auch wieder festzustellen ist, da muss man wieder den Maroni-Bauern fragen, der ich nicht bin. Dauert ganz unterschiedlich, je nach Klima, je nach Witterung, auch nochmal eine Woche. Bisschen weniger, bisschen mehr, keine Ahnung, ganz schwer zu sagen. Kann auch nur 3 Tage gehen, noch kürzer wahrscheinlich nicht. Müsst ihr dann halt eben regelmäßig eine durchschneiden und gucken, wie sieht es denn jetzt aus. Wichtig während der Lagerung ist, dass die auch zweimal pro Tag nochmal umgewälzt werden, sprich den ganzen Kram einfach umrühren, dass die einfach alle woanders zu liegen kommen. Also jede Maroni sollte nicht mehr am gleichen Ort sein, an dem sie vorher gelegen ist. Und gerade eben bei einer Outdoor-Trocknung sollte man dann ganz tunlichst darauf achten, dass man irgendein Dach drüber hat, dass es da nicht drauf regnet, sollte es regnen. Wir befinden uns zeitlich im Herbst, da ist das leider ja nicht so unwahrscheinlich, dass es da mal regnen wird. Das müsst ihr also dann auch noch unbedingt beachten, wenn ihr davon lebt, nur noch Maroni essen zu können, weil sämtliche Zivilisation verschwunden ist. Na toll, ich grinse und die Kamera wird unscharf. So. Ja, das war eigentlich das wesentliche Hexenwerk. Diese Konservierungsmethode erhöht die Haltbarkeit der Maroni auf das, wenn es
alles perfekt läuft, das Vierfache. Ergo nicht 8 Wochen, sondern 32. Ja. Also sprich fast 10 Monate. Also gut bis ins Frühjahr rein, bis es wieder was anderes zu essen gibt. Ich kann heute nicht rechnen. Katastrophe. So, ja, tut mir leid, dass das jetzt doch ein recht trockenes Laber-Video geworden ist. Wie gesagt, wenn ich euch gezeigt hätte, wie man Maroni in einen Topf tut und Wasser drüber kippt, hätte euch das wahrscheinlich nicht allzu viel geholfen. Und wenn ich Maroni zu einem großen Haufen angeschichtet hätte, gut, das hätte ich auch machen können, aber das hätte euch wahrscheinlich auch nicht viel geholfen. Daher hoffe ich, ihr könnt damit leben, dass das wieder ein reines Blabla-Ding gewesen ist. Und ich war zu faul, mein Stativ mitzuschleppen, deshalb habe ich das jetzt die ganze Zeit hier mit dem tollen Selfie-Stick entsprechend gefilmt. Ich hoffe, auch damit könnt ihr leben. Dafür gibt es dann zwischen, kann man Kamerafahrten machen. Toll, nicht? Hätte ich eigentlich mal zwischendurch machen können. Intelligenz ist nicht jedem von uns gegeben. Ja, ich laber schon wieder um den heißen Brei rum. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.